Hi meine lieben Schnutis und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Jetzt denken sich einige wahrscheinlich, Alina, wie siehst du eigentlich aus? Ja, das frage ich mich heute eigentlich auch. Wie sehe ich heute aus? Heute ist Samstag. Ich muss meine Sachen zusammenpacken, weil morgen geht es für mich los. Morgen ziehe ich nach Neuss um. Habe ich irgendwas gemacht? Natürlich habe ich nichts gemacht. Ich habe noch richtig fett meine Tage bekommen, musste mich gerade mit Schmerztabletten beruhigen. Habe noch keinen Anfang und kein Ende für dieses Video hier gedreht. Aus dem Grunde, Leute, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video und bei diesem neuen Müller Live Haul. Ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ende. Ich habe gedacht, ich gucke hier ein kleines bisschen bei Alnatura nach, was es hier gibt so Schönes. Hier gibt es solche rote Linsen-Spirellis. Also die von DM mag ich nicht. Ich nehme die mal mit. Die kosten 1,99 Euro. Und dann ist mir noch was ins Auge gefallen. Und zwar Gemüse-Ravioli. Keine Ahnung, aber irgendwie sieht das super, super lecker aus. Das kostet 2,99 Euro. Das nehme ich mal mit. Linsentopf. Nee, das ist nicht so. Was haben wir hier sonst noch? So Erdbeermarmelade. Meine Mama mag das sehr gerne von Alnatura, hatten wir jetzt schon ganz oft. Meine Mama mag am liebsten Himbeere. Dann nehme ich nochmal Himbeere mit, nochmal ordentlich Geld ausgeben, bevor es dann ins Leben geht, wo ich sparen muss. Das heißt ab Montag. Ja, das Video kommt wahrscheinlich etwas später online, ich bin mir nicht sicher. Streichcreme. Was haben wir hier? Paprika Chili, Curry Mango, Papaya hört sich auch sehr, sehr lecker an. Toskana, weiß ich nicht, was das ist. Aubergine, bestimmt auch sehr, sehr lecker. Tomate. Das hört sich irgendwie so ein bisschen exotisch an. Aber irgendwie auch Curry, Mango, Papaya. 1,59 €, ich glaube, das nehme ich dann auch nochmal mit. Hier sind so ein paar Sachen. Playmobil, Lego. Nein, Lego nicht, ne? Doch, Lego auch. Playmobil und Lego-Sachen sind hier reduziert. Zum Beispiel so ein riesengroßer LKW für 49 Euro. Ja, ich glaube, ihr könnt es selbst sehen. Reduziert, 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 reduziert. Leute, ich ärgere mich gerade so unglaublich. Schaut mal, ich habe so einen kleinen Eimer bei Rossmann gekauft für 2,79 Euro oder irgendwie sowas. Und hier kriege ich einfach für weniger Geld sogar einen etwas größeren Eimer. Also wisst ihr, was ich meine? Ich bin gerade, ich glaube, ich habe den Kassenbon noch in meiner Tasche. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich den mitgenommen habe. Doch, ich glaube schon, ich habe den mitgenommen. Ich bin echt im Überlegen, anderen jetzt mitzunehmen. Ich habe nur so einen kleinen jetzt mitgenommen und der ist so weit teurer. Hier kostet der einfach 1,79 €. Digga, what the fuck? Ich habe hier, glaube ich, was Neues entdeckt. Jedenfalls ist mir das noch nie aufgefallen. Und zwar gibt es hier von Jen und Len so Deo-Creme mit Zitronengras haben wir hier einmal. Wasserlilie haben wir hier. Ich finde die Verpackung so unglaublich schön. Und dann haben wir hier einmal Baumwolle. Kenne ich jetzt so gar nicht, Leute. Das habe ich ja beim letzten Mal schon gesehen, aber das ist jetzt wirklich neu für mich. Leute, kauft euch bloß nicht dieses Deo hier. I'm sorry, aber kauft euch das nicht. Oh mein Gott, also wenn ihr nach Schweiß riechen wollt, dann ist das das perfekte Deo. Direkt nach dem Duschen drauf machen, ihr könnt eigentlich direkt wieder duschen gehen. Ich habe jetzt aber gerade gesehen, da unten von Fahr ist alles im Angebot für 99 Cent statt 1,79 Euro. Und dann nehme ich einmal mein Lieblingsdeo mit. Und zwar ist das einmal das hier für 99 Cent. Und noch eins. Wo ist das? Das ist eine helle Verpackung. Hier, meine Mama mag das wirklich sehr, sehr gerne. Und zwar noch das hier. Beides sehr, sehr gut riechende Düfte. Ich nehme jetzt einmal von Fit Plus Vital das hier mit für 99 Cent. Und zwar Kalt- und Warmkompresse. Also beides kalt und warm. Aber es soll als Kühlakku dienen. Und da wir ja keine mehr jetzt haben, brauchen wir neue, weil falls irgendwas passiert oder sowas, dann wäre es von Vorteil, dass man irgendwas zum Kühlen hat. Und dann nehme ich direkt, glaube ich, ich nehme zwei mit. Nee, ich glaube nicht nur, ich nehme zwei mit. Ich nehme hier einmal von Wiswas mit. Und zwar ist das so ein Glas- und Flächenreiniger. Der kostet 1,95 Euro. Ich wollte erst da hinten das von Sedulin mitnehmen. Das gibt es auch noch in Zitrus, also in Zitrone. Aber ja. Zuallererst wollte ich den hier mitnehmen, Glasreiniger ganz normal, aber das ist Glas- und Flächenreiniger, den kann ich halt anderweitig noch benutzen. Und Wiss mag ich eigentlich sehr, sehr gerne, zumindest habe ich das gute Erinnerung.
Ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr so richtig, richtig geputzt. Traurig, aber warm. Ja, kostet 1,95. Dann nehme ich hier nochmal so ganz, ganz normale Schwämme mit und nichts hier mit wie Leder oder sowas. Ist mir einfach alles viel zu teuer. Ich nehme jetzt einfach hier die ganz normalen mit, diese kleinen, süßen. Falls ich irgendwie was im Bad wegschrubben muss, tut nicht weh, 59 Cent. Ich habe noch andere gekauft, aber die finde ich viel zu schade, um die zu benutzen, weil die ein bisschen was teurer waren. Deswegen so, ja. 5 Stück für 59 Cent, falls ich wie gesagt was wegschrubben muss, tut es mir halt wie gesagt nicht weh. Es gibt da unten noch von Blink ein größeres Pack mit mehr. Aber die sind etwas größer und das ist das, was ich nicht mag. Ich mag diese kleinen viel, viel mehr. Ich mag diese Form nicht. Also die hier, Leute. Hier ist zwar mehr drin, aber ich mag die Form einfach nicht. Keine Ahnung. I don't know. Ich nehme mal was für meine Mom mit. Meine Mom hat diese Nivea-Creme hier leer gemacht. Also die hier, die kostet 5 Euro. Bloß war das eine andere Sorte. Meine Mom hat so eine etwas hellere Verpackung gehabt. Also so in dem Farbton, aber in so einem selben Topf. Keine Ahnung, gibt es hier nicht. Naja, egal. Ich mag die nicht so gerne. Ich habe gedacht, ich nehme jetzt mal was Neues mit und kaufe ihr das, was die Nachbarin auch gekauft hat. Und zwar ist das von Neutrogena sofort einziehende Feuchtigkeitscreme. Kostet 2,75 Euro. Ich bin gespannt, wie meine Mom die finden wird. Sie hat mich nur gefragt, ob ich hier irgendeine Creme mitbringen kann. Ja, mal gucken. Ganz viele von euch haben gesagt, Neutrogena soll super, super gut sein. Wir testen. Wie ich sehe, hat BB jetzt auch was Neues. Ist zumindest neu. Und zwar haben wir hier feste Duschpflege aller Hauttypen. Bio, Pfirsich und Nektarine haben wir hier. Und was ist das für eine Sorte? Irgendwas mit Zitrone und Verbena oder ach, keine Ahnung. I don't know, kann ich nicht aussprechen. Aber die beiden Sorten gibt es. Kenne ich nicht, ist neu. Finde ich cool. Dann sind uns auch wieder die Taschentücher leer gegangen. Mein Vater hat eine ganze Packung mit zur Arbeit genommen, weil bei ihm alles leer gegangen ist. Und ich hatte erst beim letzten Mal welche mitgenommen gehabt. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir gar keine mehr. Ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Aber es muss irgendwas von Tempo sein, weil diese Marke von Müller mag ich irgendwie nicht. Die finde ich nicht so toll. Was haben wir hier bei Tempo? Soft Sensitive für, ich glaube, 2,25 Euro. Creme in Frage, die ganz normalen Creme natürlich auch in Frage. Oder ich nehme hier einfach so einen Riesenpack mit. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Nee, ich glaube, ich nehme die hier mit. Ich glaube, da fahre ich ganz gut mit. Unser sanftestes, wie auch immer, Balsam mit Mandelöl plus Aloe Vera. Ich bin jetzt in der ganzen Reisegrößeabteilung und ich würde mal sagen, wir gehen mal so ein bisschen gemeinsam durch. Vielleicht finde ich ja irgendwie irgendwas. Zum einen nehme ich diese ja, kleine große Augenpads mit. Ich habe zwar schon welche gekauft gehabt, aber die habe ich jetzt schon in die ganze Tüte gepackt, wo ich alles sammle. Und ja, da habe ich mir gedacht, nehme ich nochmal so eine mit, damit ich nicht suchen muss, weil irgendwie muss ich mich bei Pascal seine Eltern ja auch abschminken, ne? Und ich habe keinen Bock danach zu kaufen. So, was haben wir hier noch? Shampoo haben wir hier. Rasierschaum in so einer Mini-Größe. Ich glaube, das werde ich nicht brauchen. Lieber rasiere ich mich dann einfach nicht. Eine Handcreme wäre auch ganz cool in so einer Mini-Größe. Falls ich trockene Hände vom Putzen bekomme, dann muss ich ja auch ewig suchen. Und wahrscheinlich werde ich überhaupt keine mitnehmen. Für die Handtasche habe ich eh keine mehr drin. Dann nehme ich die auch nochmal mit. Kostet 95 Cent. Obwohl, hier gibt es auch eine günstigere von Aveo. Bienenwachs, aber ich mag die von Nivea eigentlich sehr, sehr gerne. So, was haben wir hier noch? Zinksalbe? Ist das? Nein. Wunderheilsalbe? Doch, Zinksalbe. Ja, kommt direkt eine Packung mit. Ich mag Zinksalbe wirklich sehr. Falls irgendwas passiert, kostet 1,50 Euro. Schauen wir mal, was es hier in der Kinderabteilung so gibt, was ich mitnehmen kann, was ich auf der Fahrt snacken kann. Ich glaube, ich bin eher hier so richtig. Knusperstangen, Mais und Hafer. Ja, ich mag dieses ganze Kinderzeugskram sehr gerne. Knusperflips, Karotte. Knusperherzen, Banane und Erdbeeren. Knusperflips, Karotte spricht mich richtig an. Also hier die hier. Die Packung nehme ich einmal mit. Was haben die hier noch so? Knuspersticks. Irgendwas mit Gemüse. Knusperflips, Pastinake hört sich auch sehr lecker an. Alles ein bisschen viel dann. Ich glaube, ich nehme dann noch das mit Knusperringe, Hirse und Banane. Für 85 Cent. Ich habe jetzt noch die hier gefunden für 1,19 Euro. Und zwar sind das solche Mais-Minis mit Sour Cream and Onion. Finde ich richtig, richtig cool. Kosten 1,19 Euro. Ja, die nehme ich mir jetzt zum Snacken einfach mit auf der Rückfahrt jetzt gleich nach Hause. Habe ich ja noch nie gesehen. Mais-Minis Sour Cream and Onion. Cool. Ich brauche jetzt noch mal Feuchttücher. Am besten welche, die jetzt nicht unglaublich teuer sind. Hier haben wir welche im Zweierpack für 1,85 Euro.
Eigentlich würde ich sehr, sehr gerne die von DM nehmen, weil ich die am besten abkann. Gesicht- und Händetücher haben wir hier. Extra Feuchttücher. Haben wir hier noch so eine Packung, die kostet 85 Cent. Ich glaube, für den Anfang wird es reichen. So. Ich nehme sonst immer die großen Packungen mit, aber ich kenne halt hier die Marken nicht wirklich. Obwohl diese Beauty Baby Feuchttücher, die hier, die mag ich sehr gerne. Was mache ich denn jetzt? Ich nehme einfach die mit, wird schon reichen. Ich wollte noch was bei den Stiften nachgucken. Also Müller hat ja eine riesengroße Abteilung hier. Und ich wollte gucken, was diese einzelnen Stifte zum Wegradieren hier kosten. Also, um genau zu sagen, die hier, die kosten 2,99 € und die Nachfüller mit 3 Stück kosten 5,99 €. Das heißt, die von Woolworth sind einfach nur 2 € günstiger. Finde ich schon ein bisschen teuer. Gut, ich habe jetzt einen riesen Schlag bei, beziehungsweise Schnapper bei Dings gemacht, bei Aldi. Die hatten welche im Angebot in Grau, Rot und in Blau. Und da habe ich halt zugeschlagen. Genau, aber zur Not kann man die dann auch hier kaufen. Und wer hat auch diese Füller hier gehabt in der Kindheit, beziehungsweise in der Schulzeit oder in der Vorschulzeit? Ich hatte die gehabt, die hatten damals aber noch so einen kleinen anderen Deckel. Also der war so ganz, ganz klein, so eine Spitze war das. Aber ja, ich hatte den damals. Ich hatte so einen richtig, richtig pinken. So einen hatte ich. Genau. Ich nehme doch nochmal andere Stifte jetzt mit. Und zwar sind mir hier von Stabilo die leer gegangen. Also ein paar Farben sind bei mir leer gegangen. Jetzt weiß ich nicht, was ich mitnehmen soll. Ich war echt überlegen, ob ich hier diese riesengroße Packung mitnehme mit all den Farben drin. Aber so viel brauche ich nicht und so viel werde ich halt einfach auch nicht nutzen. Ich könnte das auch einzeln kaufen, aber einzeln finde ich viel zu teuer für 99 Cent. Deswegen habe ich jetzt gedacht, nehme ich einfach das hier mit für 8 Euro. Ach nee, das ist ja auch das Doppelte. Dann kann ich auch direkt das mitnehmen. Nee, was haben wir hier? Ist auch das Große. Ach, ich glaube, die gehören hier hin. Oder ich nehme die mit. Wären auch genug Farben drin. Oder die hier. Nee, dann nehme ich die kleine Packung hier mit für 4,79 €. Ich bräuchte auch noch einen Folienstift. Ich glaube, das sind so Folienstifte. Zumindest sieht das so aus. Hier kein Schwarz. Stabilo. Ich glaube, das ist ein Folienstift. Auf fast allen Oberflächen. Es sieht verdächtig nach einem Folienstift aus. Deswegen nehme ich den jetzt mit. Leider gibt es Schwarz nicht mehr. Hier haben wir noch Schwarz, aber das ist so eine dicke Mine. Mag ich nicht so gerne. Ich wollte gerne dünner haben. Dann muss jetzt halt einfach blau herhalten, denn ich habe ja auf eBay Kleinanzeigen was bestellt und der Tracker, der damit bei ist, der ist laminiert. Ja, und darauf kann ich halt nicht schreiben mit einem normalen Kugelschreiber. Zumindest kriege ich das dann halt nicht mehr weg. Deswegen nehme ich mir jetzt so einen Folienstift mit für 1,89 €. Hier nehme ich nochmal ganz fix einmal Oreo-Kekse mit. Und zwar die hier mit weißer Schokolade überzogen. Irgendwie sind die immer überall ausverkauft. Beziehungsweise bei Markov ist es ausverkauft. Bei unseren größeren Läden, die wir hier haben, ist es immer ausverkauft, Mann. Finde ich so scheiße. Und das sind meine liebsten Oreo-Kekse. Kosten hier 2,99 € und die gönne ich mir jetzt. Die haben hier voll die schicken Pumpspender, Leute. Ich finde, das hat einfach was richtig, richtig Schönes. Okay, hier hätte ich auch mal gucken können. Ich habe ja bei Woolworth alles gekauft, aber so richtig schön. Okay, das ist weiß. Das gefällt mir richtig gut. Aber dementsprechend ist auch der Preis. Dementsprechend ist leider auch der Preis. Meine Lieben, ich hoffe, euch da draußen hat dieses Video gefallen. Ich würde mich sehr über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall, das Glöckchen zu aktivieren, so verpasst ihr in Zukunft keins meiner Videos mehr. Und wünsche euch allen jetzt noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, ihr Lieben.